in aller Ernsthaftigkeit, in aller Enge an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts halten. Aber wieso wird dann... Aktuell haben Sie keine Grundlage. Im Moment haben Sie keine Grundlage. Weil Sie den Körper der Betroffenen rein... Zwangsbehandelt Baden-Württemberg. Wir haben Informationen, dass in Wien zwangsbehandelt wird, habe ich einen ganz aktuellen Fall. Wir haben Informationen, dass in Wiesloch zwangsbehandelt wird. Wir haben Informationen, dass in Emmendingen zwangsbehandelt wird. Wir haben sogar Informationen, dass in Emmendingen die Leute verweigert wird, den Verband anzurufen. Diese Informationen kann ich Ihnen bestätigen. Wir halten uns an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Aber wir haben doch aktuelle keine Gesetzesgrundlage. Wir haben aktuelle Informationen, dass Menschen zwangsbehandelt werden. Sie greifen in das Recht. Wenn Sie über Informationen verfügen, dass es aktuell Zwangsbehandlungen in Baden-Württemberg gibt, dann lassen Sie uns diese bitte zukommen, denn uns ist dieses nicht bekannt und wir halten uns an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes. Nicht umsonst sind wir dabei, den Paragraphen 8 des Unterbringungsgesetzes zu überarbeiten, denn wir brauchen ja eine Grundlage auf dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Zwangsbehandelt wurde, dass es auch im Sozialministerium weitergegeben worden ist und dass nichts passiert ist. Und ich war auf dieser Veranstaltung. Ansprechpartner, um diese Informationen weiterzugeben. Da hat die Dame aus Wiesloch zugegeben, dass in Wiesloch zwangsbehandelt wird und der Herr Vogel hat gesagt, es wird mit der Paragraph 8 zwangsbehandelt oder nach irgendeinem anderen. Es gibt die Möglichkeit zur Gefahrenabwehr, das ist die einzige Möglichkeit. Es ist aber kein systematischer Weg, der in den Zentren für Psychiatrie gegangen wird. Ja, aber Sie wissen aber auch, dass das steht doch genau im Urteil drin, dass Gefahrenabwehr kein Grund ist. Dass Gefahrenabwehr kein Grund ist. Also mein Vorschlag wäre, wenn Sie konkrete Fälle haben, es ist schwierig, das, wie soll ich sagen, im Allgemeinen einfach abzuhandeln, wenn Sie gleichzeitig von Fällen sprechen. Aber das ist also ja flächendeckend, ne? Ja. Das ist ja in allen. Wenn Sie bestimmte Fälle haben, dann ist ja unser Angebot, Sie lassen uns das zukommen und dann können wir dem gerne nachgehen, auf welcher Grundlage, was passiert ist. Die Leute schicken ja mit welchen Willen zu. Bei 3.000 bleibt die Pumpe stehen. Wir haben alle Psychiatrien angefaxt, alle Amtsgerichte mit diesem Urteil, ne? Wenn Sie das auch nochmal täten, Sie haben eine ganz andere Autorität als wir als betroffenen Verband, nicht? Dann wäre da auch eine andere Sensibilität, sich an dieses Urteil zu halten. Nicht? Wenn Sie sagen, ach, wir machen die Augen zu, ja gut, dann geht es so weiter. Dann kann gar nie ausprobiert werden, ob man ohne Gewalt auskommt. Wenn man es nie probiert, dann weiß man es nicht, ob es ohne geht. Da schwingt ja so ein bisschen eine Unterstellung mit, dass wir die Augen zumachen würden für ein rechtswidriges Verfahren. Also das würde ich jetzt mal so sehen zurückweisen. Wir das.